Mein Name ist Max Würden. Ich bin Musiker, seit 1987 in verschiedenen Formationen gespielt und jetzt spiele ich auf dem Ambient Festival und mache elektronische Musik. Für mich ist es Ambient, weil ich mit ganz vielen Außenaufnahmen arbeite und mit vielen Aufnahmen, die ich aus Sessions mit verschiedenen Instrumenten erstelle. Und dadurch, dass ich das alleine mache und dass ich ganz viel dieser Samples zusammenpacke zu einer Fläche, die sich so schön ausbreitet und woraus dann auch wieder ein Rhythmus entsteht aus Melodien und so, ist es für mich Ambient. Zum Ambient bin ich gekommen, weil ich irgendwann außerhalb von Bands angefangen habe, selber Musik zu machen, also Solo-Musik zu machen. Und habe angefangen, mit Gitarren und Percussion-Instrumenten Aufnahmen zu machen. Vierspuraufnahmen waren das. Und habe da gemerkt, dass es ganz schön ist, wenn ich viele Sachen lang ziehe und ganz ruhig spiele und ruhig bleibe in der Musik und wenig Veränderungen reinbringe. Und daraus hat sich das dann geformt, dass dann irgendwann der erste Computer an den Start kam und ich dann die Möglichkeiten hatte, die der Computer jetzt halt gerade bietet. Im Endeffekt funktioniert es bei mir so, dass ich meistens mit irgendeinem Sample anfange, mit irgendeinem Klang, irgendeinem Sound, den ich irgendwo mal aufgenommen habe. Das ist für mich die Ausgangslage, um darauf wieder aufzubauen. Natürlich bin ich immer in Verbindung mit dem Klang. Also ich versuche zu sehen, was macht der Klang gerade mit mir, den ich mir gerade zufällig ausgesucht habe. Wo finde ich den gerade wieder bei mir, in mir selber? Was macht der mit mir und wo ist er da? Dann fange ich an, damit zu spielen. Setze Sachen hinzu, nehme Sachen wieder raus. Und manchmal ist es dann auch so, dass der Anfangssample, den ich genommen habe, nachher gar nicht mehr in irgendeinem Song auftaucht oder in einem Track auftaucht. Und so entsteht immer mehr, immer wieder was Neues dazu und dann formt sich daraus wieder irgendetwas, was vorher noch nicht da war und alles bewegt sich. Und es kann sein, dass es innerhalb von 4 Stunden passiert, dass ein Track fertig ist. Es kann aber auch 4 Monate dauern, bis dann letztendlich der letzte Feinschliff irgendwie abgeschlossen ist. Ich spiele alles Mögliche. Also ich habe von der Gitarre angefangen, habe ich auch mal in der Band gespielt. Ich bin ein Schlagzeuger, also viele Percussion-Instrumente. Es sind auch Blumenvasen und ich habe jetzt gerade aktuell noch eine Kalimba dabei als Percussion und als Toninstrument. Klaviersounds sind mit drin, also alles, was ich gerade in die Finger kriegen kann und was irgendwie Töne erzeugt.
ich versuche bei vielen meiner Tracks immer am Ende einer Produktion ganz präzise zu werden. Also zu schauen, dass bestimmte Sachen an ganz bestimmten Punkten auch wirklich präzise funktionieren. Also dass ein Sound ausfadet bis zum Nullpunkt. Da werde ich immer sehr präzise. Ich bin überhaupt nicht präzise, wenn ich anfange, mit einem Track zu arbeiten. Da passiert viel aus dem Zufall heraus und es ist wirklich sehr grob, was dann passiert. Manchmal funktioniert es, dass es total grob bleibt. Dann ist es wunderbar, dann geht es auch nicht mehr besser. Aber oft ist es schon auch so, dass ich dann im Arrangement nachher nochmal präzise jede einzelne Spur, jeden einzelnen Klang mir anschaue und ihn dann nochmal bearbeite. Die Soundtracks, die ich mache für Filme, die beeinflussen mich in meiner Arbeit schon so, dass ich da ganz klar auf die Bilder reagieren muss, was mir eigentlich auch relativ leicht fällt. Also ich bin schnell dabei, einen bestimmten Klang einem Bild zuzuordnen. Das funktioniert ganz gut. Und das beeinflusst mich natürlich auch, wenn ich Musik mache, ohne diese Bilder zu haben, weil ich die Bilder dann im Kopf habe und dementsprechend darauf auch reagiere oder der Klang an sich für mich schon Bilder erzeugt. Das Ambient Festival, ich freue mich total, gleich hier spielen zu dürfen. Ich war schon viele Jahre immer mal wieder hier als Gast und als Zuhörer. Finde die Atmosphäre total schön in der Kirche. Und ich freue mich, heute schon ganz viele Leute kennengelernt zu haben. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch so sein, dass ich immer wieder hier sein werde und noch einige Leute kennenlerne. Ich freue mich. Thank you.